Keiner da, wie ich es mir gedacht habe. Ich meine, ich schaue jetzt seit 18 Minuten und 13 Sekunden stehe ich draußen vor dem Dings, vor dem Loch. Hier, wo vor der Tür, durch die alle reinmarschieren in unser Land. Ich darf mich kurz vorstellen. Stolper, mein Name, Ministerpräsident des ehemaligen Bayern. Ja, ich. Wie Sie wissen, baue ich jetzt in Brüssel die Demokratie ab. Die Dings ab. Ich baue vor allem Büros baue ich ab. Und jetzt sind wir endlich mal bei IWI, Integration von nicht integrationswilligen Migranten, angekommen. Und ich habe hier dieses Büro quasi im Flagranti. Also im Dings. Im Integranti. Granti könnte werden, wenn ich sehe, dass der Parteienverkehr hier so ein unglaubliches Ziel, Zeitdingsvolumen praktisch einnimmt. Und das wird jetzt radikal verzehnfacht. Vereinfacht. Verwaltungsdingsreform, wenn Sie meinen, was ich verstehe. Im ersten Schritt werde ich den Parteienverkehr einsparen. Je weniger Parteienverkehr hierin ist, desto besser können sich alle auf ihre Aufgaben praktisch konzentrieren. Es ist ja unmöglich, dass hier alle paar Minuten einer hereinkommt, den wir dann nie wieder herausbekommen. Verstehen Sie? Im zweiten Schritt mauern wir diese Bürotür einfach zu. Ne? Seit ich in Brüssel bin, habe ich damit Milliarden eingespart. Mit der Verpflegung, der Verlegung des Parteienverkehrs ins Internet. Ne? Elektronisch, verstehen Sie? Und deshalb hat er mich ja gerufen. Der Kommissionspräsident, der Josef Barolo. Der Barack Barroso war das. Natürlich. Wenn Sie alleine mal an die Vereinfachung der Vorschriften für Gutschriften der Rechnungslegungsrichtlinien für Kleinstbetriebe einmal denken. Ne? Allein hier können mit Invoicing 18 Milliarden Euro eingespart werden. Mit diesem Geld konnten Sie zu meiner Amtszeit noch 10 Transrapid kaufen. Das sind 10 mal 10 Minuten. Also das sind 100 Minuten. Und so geht die EU mit meiner Zeit um. Sagen Sie nichts. Sagen Sie nichts. Ich weiß, es geht ja noch weiter. Der Plan ist ja Dings. Also als nächstes kommt die Vereinfachung der Rußpartikelfiltervorschriften von Händelbratereien auf mittelalterlichen Festveranstaltungen. Oder auch ganz einfache Dinge wie die Binnenschifffahrt. Abschaffung der Abgasrichtlinien bei Tret- und Ruderbooten innerhalb der 3-Meilen-Zone. Ja, oder wie in diesem Fall hier sozusagen der Ersatz des Parteienverkehrs durch elektronische Antwortbeanrufer. Ne? Ja, Sie wissen schon diese Dinge, wo man praktisch aufspricht und die einem dann dem Antworter die Frage stellen lassen. Ne? Also schauen Sie, wenn Sie den einmal richtig besprechen, dann beantworten Sie damit auf lange Sicht viele lästigen Fragen elektronisch auf einmal. Ne? Und kein Geringerer als ich werde Sie jetzt höchstpersönlich hineinführen in die Kunst der verflüssigten Sprache, mit dem Sie auf dem Glockenplakat der internationalen Diplomatie immer eine gute Figur daherreden, wenn Sie so wollen. Ja, ich habe auch ein Gerät dabei, ja, hier. Das ist natürlich schon ein bisschen alt, aber den hat mir Franz Josef Strauß zur Kommunion geschenkt. Ja, und so, und den besprechen wir jetzt. Ne? Das die da, wir wollen ja nicht, dass Sie da so herumdingsen, stammeln. So, also. Hallo. Hier ist der Ministerpräsident des ehemaligen Stolper. Sie sprechen mit Edmund Bayern. Sie sprechen mit dem automatischen Antwortbeanrufer von Edmund Stolper. Stolper mit OI. Das heißt, Sie sprechen natürlich nicht wirklich darauf. Ich spreche darauf und Sie hören zu. Ne? Ich bin im Moment gerade nicht zu Hause, weil ich dringend weg muss. Aber eigentlich bin ich im Moment schon gerade zu Hause und bespreche gerade dieses Band. Ja. Aber gleich bin ich nicht mehr da. Also am besten wäre, Sie würden mich jetzt gleich noch anrufen. Jetzt bin ich ja noch da. Ne? Tja, jetzt leider nicht mehr.
Aber gerade eben war ich noch da und habe dieses Dings, also war ich noch hier. Also, aber gleich, wenn Sie mich gleich nochmal anrufen, dann bin ich wieder zurück, falls ich wieder zurück bin. Wenn ich nicht gerade irgendwo in Scheidegol oder sonst so. Also nach dem Piepton können Sie eine Nachricht hinterlassen, nicht länger als 30 Sekunden. Wenn Sie jetzt eine Nachricht haben, die länger ist als 30 Sekunden, zum Beispiel 2 Minuten oder 5 Minuten oder was weiß denn ich, das müssen ja Sie wissen, ne? Dann müssten Sie vermutlich mehrfach anrufen und Ihre Nachricht stückweise aufs Band sprechen, dann aber in der chronologisch umgekehrten Reihenfolge, weil das ja klar ist, weil ich ja mit dem rückwärts anfange und dann nach vorne und dann wäre ich ja praktisch bei der Frage, wenn Sie bei der Frage sind, mit anderen Worten, wir arbeiten uns rückwärts zur Frage vor. So. Also wenn Sie, naja gut, vielleicht, wenn ich dann wieder zu Hause bin und dann kann ich ja den letzten Teil der Nachricht praktisch selbst beantworten. Für den Rest werde ich dann praktisch Sie zurückrufen, wenn Sie zu Hause sind. Wenn Sie keine Nachricht hinterlassen wollen, dann müssen Sie auch nicht hier auf Band sprechen. Sie müssen auch keine Nachricht hinterlassen. Also Sie müssen mich dann halt dann anrufen oder wissen Sie was, auch wissen Sie was, vielleicht muss man auch gar nicht. Also wissen Sie was, ich werde zu Hause bleiben. Schmarrn. Das war der Antwortbeantworter von Stoiber mit OI. Ja, aber und vielleicht kann man auch. Vielleicht könnte man auch einen Witz drauf sprechen. Ne? Das wäre ja auch lustig, was zum Lachen. Ne? Also, zum Beispiel treffen sich 3 Bundespräsidenten, nicht? Die natürlich nicht alle gleichzeitig im Amt waren, weil das ja klar ist, also die können ja nur nacheinander. Und die treffen dann praktisch auf den Papst. Nicht? Also 3 Dings treffen dann auf den Papst und dann sagt der Papst zu den Dings, zu den beiden Dings, zu den 3 Bundesdings, Dings, sagt er, Der ist gut, den kenne ich. Einmal 3. Jetzt haben Sie mich da, Dings. Mit dem Papst und mit dem Beckenbauer, der ist einwandfrei. Der Beckenbauer kommt ja dann euer später, Sie haben ja ein Ding. Also der Beckenbauer kommt ja dann. Also, das ist ja so. Also stimmt, der Beckenbauer, ja. Ich Mann, es treffen sich 3 Päpste, ne, wo nur einer im Amst quasi ist. Und der Papst sagt dann praktisch. Ja, aber das ist doch mit Messner, wo der Messner mit dem Yeti. Der Yeti und der Messner, das ist. Aber das ist am Schluss hin. Jetzt machen wir. Also pass auf, es ist so. Aber der ist gut, der ist einwandfrei. Der ist gut, den merke ich mir. Nicht? Also, ist der da drauf? Nein, der noch nicht. Also pass auf. Also. Der Messner, nicht 2 Yetis und der eine sagt, du, den Messner gibt's wirklich. Und dann geht er noch weiter, der Witz. Ja, aber wie? Dann kommt der Papst und sagt, ich bin nicht evangelisch. So. Also, Sie sind wirklich, also, den muss ich mir merken. Dankeschön. Ja, wir sind ja.